Da gab es das Gerücht, dass du bei Shindy unter Vertrag standst. Richtig, ja. Viele in Deutschrap haben gehört, oh, Mo wurde von Shindy gesigned. Ich war ja da, ich wusste nicht mehr, wer das ist dann. Dann war ich da, auf einmal steht da so ein kleiner 1,20 vor mir und sagt, yeah. Nee, der wollte mich unbedingt signen, dann war ich bei dem und habe ich gesehen, dass der Typ einfach so, der ist einfach, ist einfach alles fake, weißt du, ich meine. Textlich. Stark. Der ist schon gut. Ja, aber Bruder, so natürlich alle, wenn ich jetzt jeden Writer 2000 Euro gebe, dann schreibt er mir das zweite Picasso-Buch. Aber Shindy ist halt wirklich einer, der dröhnt sich ein nach dem anderen und sitzt immer jeden Tag so da und sagt, ich bin Papi Papo und Kruse und kann Granatapfel muss schmecken und Bro, kannst du mir bitte das Feuerzeug geben? Ich habe sogar gelesen, dass er sogar die Musikrechte noch an deinen Songs hat. Ja? Ja? Hat er, kann er auch haben, Alter. Juckt mich Zum Mitnehmen, die Talkshow.